Wenn du eine Einleitung bekommst, wie du negative Gefühle loswirst, ist das kontraproduktiv, weil du damit negative Gefühle runterdrückst. Wenn sie da sind und wir sie versuchen wegzumachen, drücken wir sie runter. Das heißt, die Energie wird blockiert. Und was passiert, wenn Energie blockiert ist? Sie bleibt da, sie geht ja nicht weg, also die ist ja nicht weg. Wir können uns ablenken, natürlich, mit was auch immer, aber wir werden passend zu dieser negativen Energie, die wir gerade runterdrücken, immer wieder Situationen anziehen, die ähnlich sind. Es wird nicht besser werden in unserem Leben. Und wenn wir das immer noch nicht verstanden haben und denken, das Leben ist scheiße, das Leben ist schwierig, das Leben ist anstrengend, dann wird irgendwann diese negative Energie in unserem energetischen Feld, weil wir haben ja verschiedene Körper, wir sind nicht nur dieser Fleischklops, kann man das so sagen, sondern wir haben noch einen emotionalen Körper, wir haben unseren Astralkörper, wir haben verschiedene Körper. Diese negative Energie wird dann irgendwann so fest, dass es in einer Krankheit landen kann. Deshalb, wie kannst du jetzt Energie wirklich loswerden? Indem du diese Energie spürst, indem du diese Energie aus dir heraus bewegst, indem du mit diesen negativen Gedanken oder Gefühlen sitzen bleibst. Das haben wir nicht gelernt. Als Kind wirst du abgelenkt, wenn du weinst oder so, hier ist ein Stück Schokolade, ah, guck mal, da draußen ist ein Hase. Man wird abgelenkt und man tut das einfach weg. Wenn du natürlich extrem schlimme, traumatische Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast, solltest du nicht mit negativen Gefühlen alleine bleiben. Wenn möglich, hol dir einen Therapeuten, geh zu jemandem, der sich damit auskennt, der dich dabei begleiten kann. Weil das kann wirklich überfordernd sein, wenn man extrem schlimme Erfahrungen gemacht hat, dann mit diesen Gefühlen nochmal zu bleiben. Aber generell, wenn du es dir zutraust, übe mit dir selber, wenn du dich abgelehnt fühlst, wenn du dich traurig fühlst, wütend, Hass, Neid, was auch immer, das einfach mal im Körper zu lokalisieren und mit diesen Gefühlen zu bleiben. Die größte Angst, die die meisten Menschen haben, ist, wenn ich das anfange zu fühlen, dann wird es für immer bleiben. Test es mal aus. Ein Gefühl bleibt nicht länger als 90 Sekunden. Es sei denn, wir fangen an, diesem Gefühl zu viel Bedeutung zu geben und dieser Geschichte zu viel Emotionen, nicht so viel Emotionen, dieser Emotion eine Geschichte zu geben. Ich fühle mich jetzt gerade abgelehnt, weil mein Mann immer, wenn er einkaufen geht, nie das holt, was ich will. Was macht er extra? Anstatt einfach mal nur mit dem Gefühl zu bleiben. Wie fühlt sich das an? Puh, ich fühle, dass ich mich wertlos fühle. Okay, bleib mal damit. Kann sein, dass es etwas ist aus deiner frühen Kindheit, dass dir beigebracht wurde, dass du wertlos bist und dass du das jetzt wieder erlebst und dass es deswegen so schlimm wehtut. Und so können wir erst in eine Heilung kommen, in eine Integration kommen. Erst dann können wir diese negativen Gefühle loslassen. Das ist eine wichtige Hauptarbeit. Natürlich geht es noch tiefer und es geht weiter, aber das ist etwas, was du alleine machen kannst im Alltag, mit Gefühlen zu bleiben, wenn sie negativ sind und sie nicht mit irgendetwas versuchen wegzumachen. Alles, was andere Menschen dir erzählen, wie du dich ablenken kannst mit Telefonier mit einer Freundin oder geh raus oder so, dein Nervensystem gewöhnt sich daran, immer abzuhauen, wenn es negativ wird. Und glaub mir, das macht dich auf Dauer nicht wirklich glücklich, weil diese negativen Gefühle werden immer da bleiben. Wenn du wirklich frei sein willst, bewege die Emotionen und begleite sie aus deinem Körper heraus. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, unten ist ein Link. Ich freue mich gerne, dich kennenzulernen. Bis bald zu einem der nächsten Videos.